Willkommen zur heutigen Tagesbotschaft. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ja, wir haben im Kollektiv dieses Neue, dieses Streben nach Neu, diese Neugierde, dieser Wunsch nach weitergehen, weiterschauen, weiter studieren, weiter forschen, weiter gehen, wie auch immer, ne? Es geht um mehr Wissen, mehr Verstehen, mehr Erkennen auch, ja, und wenn man jetzt für den kleinen Aspekt schaut, für den Alltag schaut, dann geht es hier entweder im kleinen Bereich um dich selber, inwiefern du für dich weiterschaust, weitergehst, sei es im Job, sei es bei dir persönlich, sei es in der Gesundheit. Oder du schaust für eine Beziehung, für eine Partnerschaft. Da wächst dann sozusagen ja auch das Verständnis für den anderen. Je nachdem, in welcher Situation ihr seid. Seid ihr getrennt? Seid ihr im Streit? Oder schaust du einfach so für einen Partner, wenn du überhaupt einen hast? Ja, man kann ja diese allgemeinen Energien bis aufs kleinste Detail einsetzen sozusagen, und je nachdem, um was es bei dir gerade geht oder für was du gerade schaust, musst du diese Energien ja für dich selber einsetzen, für deine Situation einsetzen. Denn wenn du jetzt für einen Partner schaust oder für eine Beziehung schaust, dann geht es auch hier darum, ja, zu verstehen, warum, wieso, weshalb, zu verstehen, warum man selber sich angegriffen fühlt, warum man derjenige ist, der austeilt, warum oder ob man derjenige ist, der in einer Opferrolle ist oder in einer Tyrannenrolle ist, oder ob man die ganze Situation tatsächlich neutral betrachtet. Das ist ja jetzt sozusagen die Energie, die gerade im Kollektiv ist. Und wir schauen uns jetzt einfach mal die Situation an, die mir aus der geistigen Welt gegeben wird, um hier zu schauen, um was es bei dir geht. Ja, die Fünf der Schwerter, das ist eine Energie, wo ein Thema da ist, aber es man auch nicht anschauen will. Es ist eine Streitenergie, eine Beziehungskriegenergie. Also nur sieht so aus, als ob du in einer Partnerschaft bist oder in einer Beziehung zu einer bestimmten Person. Es muss auch nicht immer der Partner sein. Es kann auch ein Seelenmensch sein, der aus der Familie stammt. Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Kind, Schwester, Bruder. Ja, wir sind alle Seelenverbindungen, mit dem einen mehr oder mit dem anderen weniger. Und es geht darum, dass man selber, also du als Fragesteller in dem Fall, in einer Kriegsenergie bist. Ja, du möchtest streiten, du bist leicht entflammbar, du bist leicht reizbar. Ein Wort von einem anderen Reiz und du gehst sofort in die Luft, du gehst sofort in die Höhe. Ne, du stellst dich hin und sagst, los, komm, ne, ich warte schon drauf, gib mir, ja. Weil man innerlich ein Thema hat, welches sehr verletzend ist einerseits und auf der anderen Seite auch als Angriff dann auch rausgeht. Ne? So nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, und die Verletzungen innerlich wandeln sich um in Aggressionen. Das heißt, jemand, der auf Angriff fokussiert ist, leicht reizbar, leicht entflammbar ist, ja, das ist halt auch ein Mensch, der sehr schnell streiten kann, der sehr schnell sich angegriffen fühlt und aufgrund von dem angegriffen sich fühlen, ja, also angegriffen, ja, sich angegriffen fühlen, ne? Vielleicht meinst du irgendwie nur was ganz harmloses und der andere fühlt sich direkt angegriffen und geht direkt in die Luft und gibt direkt Kontra, wo du dich halt dann manchmal auch fragst, okay, ich habe das doch gar nicht so gemeint. Aber das sind die Verletzungen, wo hier drinnen sind, egal ob es jetzt du bist oder ob es dein Gegenüber ist, egal für wen du jetzt schaust. Wenn du drauf reagierst, wenn du drauf einsteigst, ist es auch dein Thema. Ja, das ist einfach das Spiegelgesetz.
zwischen zwei Menschen. Du siehst im anderen dich selber. Das heißt, alles, was du zum anderen sagst, ist im Grunde genommen wie ein Selbstgespräch, was du mit dir selber führst. Wenn du zum anderen sagst, hey, du bist so ein Arschloch, du kannst dies von jenem nicht unterscheiden und dies und das und jenes, dann ist es wie ein Selbstgespräch, was du führst in dem Moment, wo du in den Spiegel schaust und das zu dir selber sagst. Denn alles, was aus einem herauskommt, ist halt eben auch die eigene Verletzung, der eigene Stress in dem Fall halt auch, weswegen halt auch man gleich in die Decke geht, oft an die Decke geht. Und das sind natürlich auch Themen, über die man gerne hinwegschaut, die möchte man nicht sehen, die begrabt man am liebsten. Hier sieht man es auch schon, ne? Das sind unbewusste Themen, Verletzungen oder ja, einfach irgendwelche traumatischen Erlebnisse, Erinnerungen, die man noch nicht verdaut hat oder an die man nicht denken möchte, an die man nicht erinnert werden möchte. Und so handelt man halt immer gleich in der Wut, hat eine sehr, sehr kurze Zündschnur, was einem nicht bewusst ist, weil es unbewusste Themen sind. Und deswegen ist es hier wichtig, auch immer zu schauen, warum rege ich mich auf, was triggert der andere mir, was hat der andere gerade in mir aufgelöst und so weiter. Um das Spiegelgesetz halt eben auch zu verstehen. Ja, guck mal hier, es geht hier tatsächlich um eine Seelenverbindung, um eine Verbindung zu einem Menschen, die sehr tief ist, auch hier mit dem Mond, die sehr tief ist, die sehr eng ist, die sehr selig ist, also seelenbehaftet, ja. Aber es gibt hier halt auch immer Beef. Beef sind Ego-Themen, Verletzungsthemen und es geht auch darum, bewusst eine Entscheidung zu treffen, indem man sich für den anderen entscheidet, für das Schöne, was man mit dem anderen teilt oder hat und es trennen kann von dem, was der andere triggert und sich diesen Spiegel zum eigenen Nutzen macht, um sein eigenes Thema hier zu handeln. Zu heilen. Ne, also das ist so diese Hauptenergie heute, Streit, Krieg, Stress, sowas, angegriffen sein, angegriffen fühlen. Heute kommen hier in unbewusste, tiefsitzende, längst verbarrikadierte Themen hoch, Themen, die sehr tief sitzen und mit der Energie im Kollektiv geht es natürlich darum, auch tiefer zu schauen, weiter zu schauen, höher zu schauen, aus einer anderen Perspektive zu schauen. Und oder sich halt eben auch Hilfe zu suchen. In der Alternativmedizin ist auch ein ganz wichtiges Thema, ja. Ja, welcher Stein unterstützt dich in dieser Energie, wenn du in dieser Energie bist? Ich fühle mich jetzt mal schnell rein. Das ist der Rosenquarz. Ja, hier geht es um Liebe zum Seelenpartner, um Gefühle. Und aber auch um Herzlichkeit, ich würde sogar sagen Souveränität, weil Liebe wird auch immer als etwas Glück empfunden, aber Liebe ist eigentlich auch neutral und sie ist immer da, aber sie kann hier nicht atmen, weil halt einfach diese Verletzungen da sind, diese unbewussten Themen, die man nicht sehen, die man nicht hören, die man nicht spüren müsste und die man sich auch nicht bewusst macht, über die man vielleicht auch gar nicht Bescheid weiß, weil das ist die bewusste Energie und das ist die unbewusste Energie. Und es geht darum, die Entscheidung zu treffen, für die Harmonie, für den Seelenpartner zu entscheiden und erkennen, dass die Streitenergie verletzte Themen sind. Sei es vom anderen oder von dir selber. In dem Moment, wo du darauf eingehst und damit resonierst, hat es auch was mit dir zu tun und hast diese Themen auch in dir drinnen, in dir selber, ja. Und die haben halt eben auch was mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zu tun, dass einem genau das bewusst wird, dass man diese Themen annimmt, die Verletzungen annimmt, um sie dann auch heilen zu können, dass man sie nicht wegschiebt. Solange hier Streitenergie ist, sind Ego-Themen, die reiben aneinander, führen zu Explosionen. Und hier geht es darum zu schauen, was für Verletzungen hat man hier drin. Ja, auf jeden Fall ist hier nicht dein Gegenüber schuld, sondern er triggert dir nur ein Thema, was du in dir drin hast. Ja, du bist mit ihm oder ihr einfach auf einer ganz besonderen Ebene verbunden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Wenn du magst, deine Sandra.